Da habe ich das nach gefühlt eine halbe Ewigkeit geschafft, aber wichtige Informationen konnte ich da jetzt nicht rauslesen. Allison, how about that coffee we were Ja, talking gut, wir gehen about? jetzt Kaffee trinken. Wir gehen jetzt Kaffee trinken. Schade, schade. Alles immer so relativ nichtssagend. I'm not going in. I'm not going in. Wo war das, wo die übernachtet? Also, was heißt übernachtet? Ja. Okay, Kaffee, warte. Oh, warte mal, ist das das Verhörzimmerchen? Wo wir ganz am Anfang vom Spiel saßen? Oder besser Tyler How is it saß? so warm? You sure you want coffee this late in the day? You'll be up all night. I don't think I'll sleep much anyways. Too much on my mind. Those dusty couches won't make it any easier. Hey, you okay? Can't do this. Calm down, Allison. Stick to the plan. Come on, don't freak out on me now. I can't. Please, I can't lie. We already lied. It's all gonna be fine, okay? You okay? Honestly, no. Do you ever regret? No. No way. Well, maybe once or twice early on, but now, no way. I mean, look where we're at. Look where I'm at. Uncle Eddie's probably done by now. We should go find him. Do you mind if I go inside that room for a second? You sure? Kann das manchmal sein? Also er wurde ja dafür verhaftet. Der Mord an der eigenen Mutter. Aber hat sie mehr damit zu tun? Hat sie mehr damit zu tun? Eddie was so uncomfortable, he dropped a vase. Hä? Das ist halt ein bisschen komisch bei dem Spiel gemacht, muss ich sagen. Man muss halt erstmal immer irgendwie die Erinnerung suchen. Und ja, ich weiß, da wo das Gedönse ist, das soll mir einen Hinweis geben. Aber ich sehe es gerade ehrlich gesagt nicht. Aber dafür sehe ich was anderes. What's that back there? No way. Have you been hiding back here all this time? König. Und ich glaube, wenn ich es richtig sehe, man kann hier sehr gut daran sehen, wie viele Sammelobjekte man findet oder wo man beim Stand des jetzigen Tages ist oder der Geschichte. Heißt also, es ist gar nicht mal mehr so lang. Ach, hier ist die Erinnerung. Here. Have a seat. Ah, damn it. Oh. Sorry. Huh, they kept this? What? It's that vase. They glued it back together. Okay. Aber bin trotzdem mal gespannt, ob er noch irgendwelche Antworten uns liefern kann. Ich fand das jetzt aber eigentlich, ehrlich gesagt, am interessantesten, zumindest die Erinnerung jetzt bisher im gesamten Spiel, dass unsere liebe Allison für uns gelogen hat, aber für was? Es kann auch sein, dass, oh, das wäre sie, hat den Mord begangen. Er hat für sie gelogen, er nimmt die Schuld auf sich. Weil er weiß, jo, ich komme irgendwann wieder raus und das wird alles nicht so dramatisch. Oder ich überstehe das.
Wäre vielleicht ein bisschen einfach, aber vielleicht ist es ja auch so ähnlich. So, isn't Brown waiting for us? We should head back to his office. Okay, wir haben hier auch nichts weiter mehr. Why did you separate us? Is Ollie okay? Ollie's just fine, honey. They're all in the other room having cocoa. Everything's gonna be okay. I need to ask you a few questions now. Come with me. You're awfully quiet. Yeah, sorry. Trying to deal, but it's a lot. Okay, Schlüssel hat hier wieder zurückgegeben. Okay, dann gehen wir mal hoch. Onkel Eddie sollte ja fertig sein. Mal schauen, ob wir da vielleicht einfach erstmal bloß vom Gespräch oder von dem restlichen Verhör. Hey, sorry that took so long. Sometimes these old folks want us to come out just because they're lonely. No worries, Uncle. Hey, you remember this guy? Yeah, of course. How can I forget? Tyler Ronan, back in Delos Crossing. It's good to be back. And just look at you. A man grown. Yep, guess I ate my Wheaties. The whole clan's so proud of you. How you work with those kids at Fireweed. I would say children are the future. I thought that was Whitney Houston. Come on, bro. She stole her entire act from me. Everybody knows that. Look at you two. Reunited and it feels so good, huh? Yeah. Not sure how I got by without this dork. Look, Eddie, we aren't here just to say hi. We found something in Marianne's room. Things aren't really adding up anymore, and we've got questions. Oh, yeah? Did she mention anything about us that might have been worrying her? About Tyler in particular? No. She dealt with those kind of worries all on her own. Kept the rest of us at arm's length. I see. I will tell you one thing, though. Your mom. Never knew her to hate anyone for being unconventional. Usually, it's the other way around. Stimmt auch wieder irgendwie. Also, kann ich mir zumindest gut vorstellen. Beantwortet aber nicht wirklich was. Ich überlege halt bloß, ob ich das jetzt wirklich falsch verstanden. Also, meiner Ansicht nach wurde der Tyler weggesperrt wegen dem Mord an seiner Mutter. Ich hoffe nicht, dass ich das von Anfang an falsch verstanden habe und die Mutter irgendwie Selbstmord begangen hat. Dann habe ich über die letzten Folgen sehr viel Quatsch erzählt und habe auch falsche Gedankenzüge gehabt. Zumindest sah es aber für mich so aus. Es kann natürlich auch sein, dass die beiden bloß befragt wurden, aber warum war er so lange weg? Es... Ich bleib mal dabei. Nicht, dass ich mir jetzt hier umsonst Sorgen mache und dann meine Gedanken noch mehr verdrehen. Ne? Did anyone mention anything about her behavior in the days leading up to that day? Anything at all? No. Everyone I talked to said it took them by surprise. Did you see her at all? Like, in those last few days? No. I hadn't seen her for weeks. Maybe a month before. Thanks, Uncle Eddie. If you want my advice, nothing good comes from stirring up old memories.
We don't really have a choice about that. There's always a choice, son. I know sometimes it doesn't seem like it, but there is. Can we take a look at her file? Maybe we'd see something you didn't. Her file? Her case file, or police file, whatever you call it. You keep those pretty much forever, right? We do, but I can't just pull it out right here, right now. There are procedures. But you're the chief. Which makes it even more important that I follow procedures. Look, Chief Brown, are you gonna help us? Or are you gonna be a cop about this? Tyler! No, it's fine. Tyler, I know you resent me, but fireweed was the best deal I could get you. I'm not mad about fireweed, but I may be a little salty you kept my sister away for 7 fucking years. That's what this is about? Look, that was the court's recommendation. They're the experts. I just went along. Yeah, sure you did. Trust me, son. We all believed that what happened that night was self-defense, but we couldn't be sure. I can't believe this. Look, we couldn't be sure, okay? I was trying to protect you both. So you still not sure? What? You still think keeping us apart was the right call? She was traumatized. We needed each other to heal, and you took that away from us. So why didn't you let your sister visit when you turned 18 Uncle, then, huh? Uncle, please, let's move on. She's never gonna tell you how much that hurt her, but it did. That was about me. It wasn't about her. Allison gets that, and 3 years is nothing compared to 7. Right, Allie? Schwierig. Ich weiß nicht, ob das eine großartige Auswirkung hat. Ich glaube nicht. Oder es wird nicht so direkt dargestellt wie bei anderen Spielen, wo ich das halt kenne. Also mit den Entscheidungen. Ich glaube schon, dass Eddie irgendwie das Beste von uns wollte, aber wäre es halt sinnvoll gewesen, sie wirklich zu trennen? Er hat ja gesagt, sie war traumatisiert. Die müssen aber beide traumatisiert sein. Und weil er jetzt gerade von Notwehr auch gesprochen hat, gut, das bestätigt eigentlich das, was er halt am Anfang sagte, dass er dafür vor Gericht gestellt wurde. Weil man bei Kindern eh erstmal von Notwehr ausgeht, denke ich mal. Und nicht von Absicht. Das Ding ist, wenn ich Eddie wollte nur das Beste nehme, wird uns die Verbindung zueinander ja nicht getrennt werden. Also das gute Klima, was wir zwischen uns momentan haben. Es wird sich auf jeden Fall verschlechtern. Das andere wird uns aber zu Eddie, denke ich jetzt mal, schlechter dastehen lassen. Da kommen wir vielleicht an die Akten nicht ran, falls das überhaupt will. Look, Uncle, separating us like that did not help me heal. If anything, it was the opposite. Even if he had been dangerous, I'd have taken the risk. Being apart was that miserable. I didn't know you felt that way, little Moose. It was hard to talk to you about it. I didn't want to seem ungrateful. Look, we've all fucked up. We've all hurt each other. But isn't that what family's for? Can't we just move on? Sounds like the right call. Times like this, I wonder who raised who. We're gonna stay the night at the old house. We better get going. You wanna grab a bite first? It's on me. Don't wanna send you out there with empty stomachs. I would not turn that down. Okay, let's go. Ja, für ihn ist aber, glaube ich, noch nicht alles fein, ne? Was war das jetzt am Ende? Thank you.
Mom. I'm sorry I cut my hair. I won't do it again. I'm going to kill you! No. Please. Please. Mom. Mom, please. No, don't do this. Allison, we need to call for help. I killed her. No, you didn't. I killed her. And when they come, that's what we're gonna tell them. No, no. Yes, we look out for each other. That's what goblins do. And brothers and sisters, it's gonna be okay. We're gonna be okay. Ich fühle mich gerade ein bisschen schlecht, dass ich das anscheinend gecallt habe. Upsi. Okay, das war Episode 1. Das Ding ist nur, man könnte ja fast sagen, also es gefühlsmäßig war es gerade so, okay, gut, es wurde jetzt schon alles erzählt. Also, natürlich wurde es nicht, es gibt ja noch zwei Episoden. Was ich mich jetzt halt bloß frage, was hat das mit diesem, ich sag mal, Dämon zu tun, den wir da hatten? Also den am Ende gesehen haben. Ist das jetzt bloß sowas wie eine Manifestation ihres Wahnsinns, also von der Mutter, der ihn dazu getrieben, also dass wir das gesehen haben? Oder steckt da halt vielleicht mehr dahinter? Weil ich kann es mir bei besten Willen nicht vorstellen, dass man sich so einfach macht. Okay, gut, das ist halt dann die Manifestation ihres Verstandes oder ihrer Psyche oder ihrer Krankenpsyche. Ist halt so ein ganz berühmter Fall in Amerika. Wie hieß er? Gab's noch zig Filme drüber, über das Haus, mit den ganz speziellen Fenstern. Denkst du, ich komme jetzt drauf? Amityville, genau, Amityville. Dass das in so einer Art geht, kam mir auf jeden Fall gleich in den Kopf. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es sich so einfach macht. Also ich glaube, es wird schon noch irgendwie ein bisschen mehr dastehen, gerade wenn wir jetzt diese mehr oder weniger übernatürliche Fähigkeit haben, miteinander zu sprechen. Also gedanklich kann ich mir gut vorstellen, dass es noch mehr kommt. Also dass es wirklich mehr in die Mystery-Ecke geht, wie als in die Crime-Ecke. Ja. Also jetzt muss ich sagen, war ein schöner Einstieg. Ich habe jetzt auch ehrlich gesagt nicht so wirklich viel anderes erwartet. Es ist halt, wie gesagt, Mystery-Crime-Geschichte, wie so angekündigt war. Und es braucht halt Zeit. Und ich denke, das wird sich über die nächsten beiden Kapitel halt auch noch so ein bisschen aufteilen und dass wir wirklich ganz am Ende erst hoffentlich ein krasses Ende kriegen oder auf jeden Fall einen interessanten Story-Abschluss. Mal schauen. Wie gesagt, also ich hoffe, es hat auch keiner anderes, was großartig anderes davon erwartet, zumindest so wie ich die Beschreibung gelesen habe, ist halt das, was wir jetzt gerade haben. Und es ist halt auch wirklich so, glaube ich, dass das wird sich an 3 Tagen halt abspielen. Ne? Damit man ungefähr weiß, wie lange die Reise oder wo die Reise hingeht. Oder wie lange die Reise dauert. Oder ja. Ich sollte vielleicht mit der Reise aufhören.
Alles klar. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wo die Sache noch hingeht, beziehungsweise wie das mit dem Dämon ist, wie das halt noch dargestellt wird, wofür der steht. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass wir das erst in der dritten Episode wirklich erfahren. Alles klar. Dann lasse ich noch den Rest jetzt durchlaufen und bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich bin immer noch ein bisschen gefuchst, dass ich dieses zweite Sammelartefakt nicht gefunden habe. Ich hätte eigentlich noch mehr Zeit jetzt, um das nochmal zu suchen, aber da müsste ich mir nochmal meine Entscheidung aufschreiben und das war bei Life is Strange halt ein bisschen doof. Deswegen werde ich das hier nicht machen, ich werde das im Privaten dann machen. Gut, wir sehen uns dann auf jeden Fall morgen zum hoffentlich Release. Ich glaube schon, dass sie es komplett fertig haben, das Spiel, aber zu dem Release von der zweiten Episode pünktlich wieder hier und ja, bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und wir sehen uns dann morgen zur Episode 2. Bis dann. Ciao, ciao. So what now? Well, he's obviously not going to give us the truth. So I say we go get it ourselves. Wait, you're not seriously thinking of breaking and entering a police archive? Go big or go home.